Die wunderbaren, großartigen Gebrüder Moped, meine Damen und Herren. Zuerst kommt das Fressen, dann kommt alles andere. Haben Sie das gehört? Gell? Was hast du gehört? Haben Sie gesagt? Na, gehört habe ich es nicht, aber wie sich's? Was? Naja, na, hey, wo schaust denn du hin? Mein Bauch gehört mir. Ja? Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, dass du gleich am Anfang mich so auf mein Äußeres reduzierst. Ja? Ich reduziere dich ja nicht aufs Äußere. Ich reduziere nicht aufs Äußere. Aufs Fressen halt. Also hast du selber gesagt? Hab ich gesagt, ja. Und du wirst lachen? Ich ernähre mich durchaus nachhaltig. Du ernährst dich nachhaltig? Natürlich ernähre ich mich nachhaltig. Und was soll das sein, deine Augen nachhaltig? Sehr wurscht, was das ist. Ne? Hm? Weiß ja niemand so genau. Aber man hört es oft. Nicht alles soll irgendwie nachhaltig sein. Man soll immer alles nachhaltig machen, nachhaltig. Und dabei ist das, nachhaltig ist, man muss nicht wissen, was das ist, aber es ist Steppen einfach. Man kann es ganz leicht umsetzen. Ne? Früher, wenn man zum Beispiel oft kauft unterwegs, nicht, wenn ich wusste, was ich tue, haben wir Leberkassemmel gekauft. Nicht? Einfach so Leberkassemmel, aber das ist ja nichts auf lang. Nicht? Also 10 Sekunden, 20 Sekunden, zack, weg war's. Ja, eine Minute später habe ich schon vergessen, dass ich es gegessen habe. Ja? Da bin ich halt schon vernünftiger. Ja? Halt denke ich nachhaltig. Halt nehmen wir nicht eine Leberkassemmel. Halt nehmen wir zwei. Ja? Ja. Da ist irgendwie, da sage ich, nicht? Zuerst kommt das Fressen, dann alles andere. Ja, sag mal, woher hast denn du das überhaupt? Von Experten, wie heißen es? Die Grünen, die haben das gesagt. Die Grünen haben das gesagt. Die gibt es ja gar nicht mehr. Aber geil, du kriegst ja nichts mit, was ich tue. Die Grünen sind wieder voll da. War das jetzt schon der Witz? Ja. Nein, aber die Grünen sind da, der Ding da, Johannes Voggenhuber. Ja? Ach so. Der kandidiert für die EU-Wahlen im Mai. Ja, aber der ist ja gar kein Grüner. Ja, aber war ein Grüner. Ja, war ein Grüner natürlich, aber das war der Peter Pilz auch, der war ein Grüner. Na eben, und jetzt hat sich eben der Peter Pilz, hat sich jetzt den Johannes Voggenhuber, hat er, wie sagt man da, er hat ihn gegrapscht. Ja. Genau, er hat ihn gegrapscht. Nein, und das finde ich aber taktisch sogar extrem klug. Also das finde ich taktisch wirklich klug, weil der Johannes Voggenhuber ist wirklich mittlerweile der Einzige, neben dem der Peter Pilz noch sympathisch wirkt. Ne? Ja. Also, das ist nicht blöd. Wobei man sagen muss, der Voggenhuber kandidiert ja nicht direkt mit dem Peter Pilz. Nicht? Er kandidiert ja unabhängig. Macht ja das ganz separat. Er ist ein unabhängiger Kandidat. Also wieder ein unabhängiger Kandidat. Mittlerweile haben die Grünen mehr unabhängige Kandidaten als Wähler. Da müsst ihr aufpassen. Ja. Nein, haben Sie gelesen, ne? Er kandidiert unter dem Label Initiative Ein Europa. Ja, das finde ich jetzt wieder nicht so klug. Ne? Warum nicht? Naja, weil also eigentlich müssten sie jetzt hergehen und müssten sagen, sie müssten den Wahlkampf total auf den Voggenhuber zuschneiden. Ne? Hm? Naja, und dann kannst du aber nicht mehr sagen, Initiative Ein Europa. Warum nicht? Du musst ja anders sagen irgendwie. Na, wie? Initiative Ein Opa ging er sich vielleicht noch aus. Das ist billig, weil das ist ja, so alt ist der ist nicht so alt, der schaut mir so aus, aber der, hast du nicht gesehen, dass das Interview mit ihm, das letzte Interview in der ZIP 2, das ja, na, du wirst lachen, ich habe sogar das vorletzte Interview mit ihm in der ZIP 2 noch gesehen, das war damals noch in Schwarz-Weiß. Ja. Man hat gemerkt beim Interview, der Johannes Voggenhuber, der ist noch so voller Power, mir hat der so gut gefallen, der Voggenhuber, allein die Headline, Paukenschlag in der Politik, Johannes Voggenhuber steigt in den Ring. Ja, und technisches K.O. schon vor der ersten Runde. Nein, nichts da, nein, das heißt immer, das ist die alte Leier, der Voggenhuber, der ist jung, fresh, sympathisch. Ja, sexy, wie ein Festnetztelefon. Ja, nein, das ist wirklich super. Ja, weiß ich, dann wirst halt wieder deine, wirst halt die anderen Grünen. Ne? Jetzt die anderen? Nein, kann ich nicht wählen. Gibt es die eigentlich nur, sind die nicht schon ganz weg vom Fenster? Naja, viele bedrohte Tierarten sagen mittlerweile nicht mehr, was können die Grünen für mich tun, sondern was kann ich für die Grünen tun. Das ist ja, das stimmt. Ich habe es gesehen, nämlich beim Spendensammeln. Nicht? Früher haben die Grünen Spenden gesammelt für die bedrohten Tierarten, jetzt stehen die bedrohten Tierarten und sammeln Spenden für die Grünen. Ja. Nein, und die Frage ist ja, ist das ein Wunder? Das ist ja überhaupt kein Wunder, weil es ist alles so unkonkret bei den Grünen. Das ist irgendwie alles nicht Fisch, nicht Fleisch oder, wie die Grünen sagen würden, nicht Seitan, nicht Tofu. Ja, das genau. Und deswegen brauchen sie halt jemanden da, der sich genau da auskennt bei dem. Ja, haben sie. Die Fernsehköchin Sarah Wiener. Mhm. Was? Ja, Wiener kandidiert für die Grünen. Das ist gewagt. Das ist gewagt. Wieso? Nein, sowas mengen die Österreicher nicht. Was? Wiener.
Also, nein. Das ist, nein, wir da, daheim, ja, aber. Ja. Nein, aber das Gute ist, die Sarah Wiener, das ist eher Deutsche. Was? Noch eine Ausländerin? Ja. Eine Ausländerin, das ist vielleicht eine Terroristin, aber um Gottes Willen, das ist gefährlich. Nein, die ist doch nicht gefährlich, bitte. Ja, sicher. Ich weiß, was ich gelesen habe über die. Die Sarah Wiener war in den 90er Jahren in Berlin Stadtmeisterin im Taekwondo. Die hat uns alle zusammenherrscht. Ja, da müssen wir. Die gehört ja in Sicherungshaft. Sicherungshaft? Da muss man aufpassen. Aber das siehst du ja, wovon die AfD in Deutschland fast nicht einmal zu träumen wagt. Das hat unser Kavaliere Kickl längst umgesetzt. Ne? Das ist deutsche Gründlichkeit. Das ist nicht deutsche Gründlichkeit, das ist ein Marmeladinger. Nein, Marmeladinger, aber es ist wenigstens kein Konfitüringer. Ne? Das ist ein Marmeladinger. Deswegen gehört es zu uns, ja, und zu den Grünen halt. Warum kehrt die Sarah Wiener zu den Grünen? Na, weil es eine Frau ist. Naja, und die Grünen stängen sich auf die Quote. Das also, stimmt. Und das machen sie auch wirklich gut. Das kennen wir wirklich. Da muss man fair bleiben. Nicht? Also seit Jahrzehnten perfekt, alles 50-50. Seit 2017 haben sie sogar im Parlament exakt gleich viele Männer wie Frauen sitzen. Ja. Ja. Nein, das ist wirklich konsequent. Nicht? Die ziehen das durch. Ja. Und jetzt verrate ich da sogar mal was. Was denn? Dein neuer Lieblingssatz da, ja? Ne? Zuerst kommt das Fressen und dann kommt alles andere. Der ist sogar von der Sarah Wiener. Ja, bingo. Ja. Nachhaltig, ja? Regional und Bio. Darum geht's. Ja, Bio. Nein, ich fange mit dem Bio nicht so viel an. Nein. Ich komme jetzt langsam in ein Alter, da ist man irgendwie für jedes Konservierungsmittel dankbar. Also muss nicht. Ja, dann. Hätte ja Alex schon. Ja. Dann machst du was anderes. Dann kaufst du halt regional. Dann kaufst du direkt in deiner Region. Bitte überlege mal regional. Ich wohne in Wien. Am Gürtel. Was soll ich da regional kaufen? Ein zartes Parfait vom Bremsöl an einem Hauch Rauchgasvergiftung. Nein, dann ist ja wurscht. Die Sarah Wiener, die kommt ja eine. Die Spitzenkandidat ist eh wer anderer bei den Grünen. Das ist der Werner Kogler. Ne? Das ist schon wieder wer anderer. Ja. Nein, die machen es ihm wirklich nicht. Also sie machen es ihm wirklich nicht leicht mittlerweile, dem Grünwähler. Sie machen es. Der Grünwähler. Gell? Also, früher hat man das so als Sprachbild gesagt. Ja, der hat es nicht leicht, der Grünwähler. Ja. Heute musst du sagen, passt der Singular eigentlich ganz gut. Eigentlich, ja. Also, sehr die Frage. Ist der heute da vielleicht? Ist er? Grünwähler? Vielleicht sitzt er sogar neben einem Sozialdemokraten. Ja. War doch schön, wenn sie die zwei kennen werden. Ja. Also, eine große Koalition eigentlich oder so. Aber. Ja, ich hab's gehört, einer hat nicht gelutscht. Ne? So ist er, der Grünwähler. Immer da. Mich würde ja viel mehr interessieren zu dieser ganzen Entwicklung. Was sagt er eigentlich zu all dem, was sagt die Eva Klawischnik dazu? Ach, das ist witzig, da sind wir uns ausnahmsweise einmal einig. Ja? Nein, mir hat das wirklich so interessiert. Ich habe gestern extra bei der Novomatic angerufen und wollte es mit ihr besprechen. Ja? Haben schon gesagt, sie ist nicht da. Was, wo war es? Ja. Da habe ich gesagt, wo ist? Und dann haben die gesagt, naja, am Vormittag eröffnet sie ein Atomkraftwerk und am Nachmittag ist sie auf einer Treibjagd. Ja. Also sage ich echt nur wow. Ja. Aber bei der Novomatic haben sie sofort beschwichtigt und haben gesagt, nein, also die Eva Klawischnik meint das auf keinen Fall jetzt in irgendeiner Art und Weise egoistisch oder gar bösartig. Ne? Na? Die meint das anders. Wie? Sie meint das nachhaltig. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit.